Da ist lieber Wesen. Rieke, was hat denn der Seier geschlagen? Düsse, gucke doch hin. Brauchst du mich nicht erst zu fragen. Ging euch, ihr seid ihr wie verrückt, jetzt haben wir jede Zeit verzwickt. Am Regulator ist es schon 7, nu aber hin, sonst schlage ich euch vom Prim. Es schlug 7:30, da waren sie schon unterwegs. Karre, Rieke, der Junge und die Mädels. Schlug 8, da waren sie schon auf dem Plane vom Sterne. Wie schauert der Karre gewöhnlich ein Janne. Sie spähten sich nin, ließen sich Kaffee geben und Karre dort unterdessen an der Theke einnehmen. Ei krach ja schon und ei singe und Karre der Jäger gibt sich ein nach dem anderen hinger de Binge. Das ist Sache, Gingersch. So muss es sinn. Und nachtern, da drehen wir uns noch eine fette Jagd des Singer drin. Und den haben wir getrunken und schöne gefressen und da dabei ganzen Jahren Wesenmarkt vergessen. Nun, gar ein Worsch für uns Bibi, ja. Er sagte vor Rieken, nimmt der Wehr jetzt einmal und macht euch einmal auf der Wesennummer und steht noch einmal euren fortwährenden Hunger. Und um 12, ich will's euch mal gleich verraten, treffen wir uns bei Littchen zum Sauerbraten. Da war der Freite riesengroß und Rieke, die wolle ich gleich mit dem Bällchen los. Der Junge war wie von der Tarante gestochen und ist vor Verrücktheit unter Tische und Stiele gekrochen. Da dabei hatte Tassen und Gläser vom Tische gehängt, da hatten Karre erst einmal schmählich versengt. Nu ging's los. An der Jasanstalt war's erst einmal heit. Von Wänden gab's ein großes Sieschen. Der Junge versaute sich gleich mit mustrig sein Schwieschen. Die Mädels erst, die waren noch trepper wie Trapp, die knüppelten schon wieder von Suchs ein Bickling ab. Ei, klicke, das ist seit gestern nicht regnet, deswegen kamen die Leute von aller Wegens. Der Kreppe-Gestank zog ein in die Nasen, dass man verjaste Dreckchen Wesenstraßen. Und wie Garren sei Junge ungeloren, längelang ist in Dreck hingeflogen. Und wie ein Riege nun den Arsch verjahrte, da saß er, wie Napper Trempler auf Lukas ballerte. Der Ausschreier krähten sich die Fresse wund, ne wegen der Schokolade von schroschene Fund. Auf einmal hat's vorwärts kommen enger und wir sitzen fest im Gedränge. Wir sind nämlich vor der Zeit gekommen, das war von einem Verein genommen, weil hübsche Weiber vorne rumflankierten und die nächsten Männer imponierten. Moderne und herrliche große Schau, die stramme, die breite, die jodende Frau. Der Junge krähte wie ein Kater, guckt mal da, da steht der Vater. Der hatte Wortwechsel mit Sieverts Fritzen und man sagte, kriegen durcheinander flitzen. Sieverts Fritze, wie ihr flagt da an, hat ein Karre mit der Kriege aber nicht geschlagen. Beide haben sich noch ein bisschen geschimpft und geschlagen, aber nachtern haben sie sich doch wieder vertan. Wir sagten den nun zu Karren und sie wird fritzen. Kommt, nun wollen wir mal bei Littichs Hand flitzen. Als wir da hinkamen, ging er schnell, da kam er noch nicht einmal ins Restzeit rein. Nun ging's uns wie mannig in euren Jaula und es lief's Wasser zusammen im Maul. Na endlich, hatten ein paar zusammengerickt, da haben wir uns ihre Sechse dazwischen gedrückt. Und dann haben wir getrunken und schöne gefressen, dass wir's unser ganzes Leben lang nicht mehr vergessen. Und dann haben wir überlegt und drüber nachgedacht, was man so einen ganzen Nachmittag noch macht. Fritze sagt, auf der Achterbahn kreien mich keine 10 Fähren an. Da wird ja ein der Verstand verrückt. Mich ist es immer, als hätte ich Vaterkorb verschluckt.
Da jemand lieber so ein Fritze verriegen, in die Lust zu donnen, da ist es zum Kriegen. Nicht wahr, Karre? Wenn alles auf dem Koppetüt stehen, da haben wir wenigstens mal was Richtiges gesehen. Der Junge kräte, na, für mich muss es was sein, da jemand lieber ins Panorama rein. Es wurde gemacht und wir können sehen, ein Mord auf der Kellertreppe kurz nach 10. Und wie Schmeling mit der Rechten hatte ungelogen, sein Gegner die ganze Schnauze verbohren. Als wir uns an den Krempel genug hatten erwärmt, da sind wir wieder rausgestärmt. Karre wollen mit Fritzen noch in der Zelt, Pariser Nacht, alle Däuschen, da hatten Rieger aufs Treiben gebracht. Sie sagte, ihr tut weiter nichts als Steher machen, da kämen sie heute Abend noch einmal zum Krachen. Da kaufen wir uns lieber noch jeder Kuchen mit Schmalz und den hauen wir ab, sonst kämen uns die Nacht über nichts. Der Junge hatte natürlich am meisten Hunger und fraß gleich 3 große Flaten Hunger. Von den Siesen Jelumpe hatte das Aas nur eine Durst. Fritze Sieber denkt, ne, mich ist es hier wurscht, und gab vor den Lausefutsch gleich 3 Glas Limonade und eine Tafel Nusspips Schokolade. Der Junge hat ausgeleert seine 3 Glas, und nach einer Weile wurde der Jäger leichenblass. Er sagte, mich wird's ganz ewe, und's is mich, als lief mich was in Stäbe. Und dann fängt es sich an zu recken und zu biechen, und dann fängt es auf einmal mächtig an zu riechen. Die Mädchens hatten im Stillen gelacht und sagten, Junge, was hast denn du gemacht? Und alles, was hinter uns hing und stand, ist immer gleich vorne weggerannt. Und heime, da hat sich der Junge noch gebrochen. Und wir haben die Wesen noch 14 Tage lang gerochen.